So, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Zelda The Wind Waker. Ja, ich habe direkt da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Letzte Mal, das Problemchen jetzt ist, also wir haben jetzt schon mittlerweile das Boot gefunden. Und, wir brauchen jetzt ein Segel quasi. Es gibt hier in dieser Stadt, wir sind gerade in Port Monet. Ja, Port Monet heißt die Stadt wirklich. Das ist so geil. Wir müssen jetzt 80 Rubine auftreiben. Jetzt fragt ihr sich wahrscheinlich, warum das denn. Hier der Eskimo Fritze hat das Segel. Er hat gesagt, er hat einen speziellen, wertvollen Schatz. Das kann eigentlich nur das Segel sein, im Grunde. Ja, und wir versuchen jetzt irgendwie hier mit Portemonnaie 80 Rubine aufzutreiben. So, ich habe gerade vergessen, die Startuhr zu stellen. Wir haben so ein paar Sekunden, sind jetzt nur überfällig. Ich sehe jetzt auf meiner anderen Audacity-Aufnahmeuhr. Eine Minute sind wir drüber. Naja, macht nix. Zur Schule wollten wir eigentlich nicht. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir brauchen Kohle. Wir gehen mal hier hoch. Oder ich frage gleich echt mal das Schiff, ob der Junge weiter weiß. Weil er muss ja auch irgendwie für was nützlich sein. Da ist noch was Rotes. Ist das der Typ wieder? Also hier die Tür unten sieht genauso aus wie die mit dem Schmuckladen. Da ist er. Der Unhold. Mit seinen tollen, mächtigen Vasen da unten. Da, die da blinken. Wir gucken jetzt einfach mal hier, was wir hier so machen können. Irgendwie sieht er leicht betrübt aus. Was hat der Typ denn? Er ist uns Geld abnehmen und dann sowas. Jetzt wagen. Helfen können. Ja, toll. Tochter Felicias wurde noch nicht in dieser entstehenden Wunschbastion verschleppt und nun ja. Irgendwie scheinen alle von dieser Insel die Tochter diesem Vogel verloren zu haben. Wir brauchen ein Segel, Kollege. Damit wir da nachher. Ja, ich kann das. Das werde ich dich natürlich fürstlich belohnen. Das kannst du auch jetzt schon machen. Dann können wir uns das Elo holen. Ich dich überschütten, Junge. Ach was, außerordentlich wirst du. Toll. Das ist hier sehr nett, aber wir brauchen die Kohle jetzt schon. Kann ich eine Voranzahlung kriegen? So ein Darlehen. Wenn du... Na gut, ich schau mal weiter. Wir brauchen immer noch 36 Rubine. 36 Rubine. Wenn jemand auch diese Zelda spielt und so viel hat, können wir uns irgendwo treffen. Nein, das geht natürlich nicht. Ich weiß. Ich weiß. Und mit, na komm, lass ich mal runterfallen da. Ist das? War doch gut, oder? Jetzt haben wir noch einen gefunden da. Klatsch. Ja. Ja, damit. Dankeschön. So. Ich gehe jetzt einfach nochmal zum Schiff und frage nach Rat. Die ganzen Schweinchen hier laufen auch alle so rum, ey. Ach, hier ist das Schiff, genau. Komm mal her, du. Ich will mit dir reden. Hallo? Jetzt. Hi. Hast du denn das Segel schon gefunden? Ja, mehr oder weniger. Du hast du dann wertvolle Zeit, schicke dich an als Blitz. Ja, toll. So. Danke für den Rat. Was haben wir auf der Insel gelernt? Ach, Schweinchen bleibt doch einfach stehen. Okay, wir nehmen das jetzt. So. Okay, der Furz uns hier gerade zu Tode. Jetzt ist nur die Frage, wer braucht diese Schweinchen hier? Oder können wir damit jetzt Leute betäuben? Guck mal her, du. Und hier, Mann. Immer mit der Ruhe. Was hat der denn für uns? Nee, es ist wirklich friedlich. Was schon mal so lange nicht umschaut. Wir
Material für Boote noch für Segel und Tieren aus unserer Seminar muss keiner außerdem uns hier zu schätzen. Oh, schade. Ja. Wir brauchen immer noch. Ach, lass uns doch einfach in Ruhe. 80 Rubine? Irgendwoher. Was hat die denn für uns? Glaubst du da nicht? Ich war früher mal die Miss Portemonnaie. Schön. Immer noch ganz gut mit den jungen Dingern mithalten. Wie schön bin ich hier. Mach doch. Warte mal, da waren wir noch nicht drin, ne? Wir gucken mal da rein. Oh, was hat der denn? Was ist das denn? Seht den ganzen Smog? Das ist ja heftig. Guten Tag und willkommen in meinem kleinen Elixiriat. Aha. Lass mich dir versichern, dass meine Elixiere alle Wert vortrefflich wirken. Das wirst du gar nicht glauben können, so sehr wirken die. Oh, okay. Schleim ist dir also kein Begriff, nö. Weißt du auch nicht, was Schleim-Gelee? Nein. Robust und dabei rein natürlich, das ist Schleim-Gelee. Dank wundersamer Bestandteile auch wundersam, wirksam und weltweit in aller Munde. Jetzt sehe ich bla. Hast du Kohle für uns? Nein, hast du nicht. Also quatsch nicht länger. So. Da oben ist was. Ah, so. Danke. Da noch? Oh ja. Nehmen wir auch mal mit. So. Also zu dir kommen wir öfters. So. Jetzt haben wir schon 53. Oh Gott, da fehlt ja noch einiges. Na gut, wir gucken uns mal weiter um. Irgendwie muss man hier noch mal wieder an Kohle rankommen. Das gibt's doch nicht. Da ist wieder eine Fass. Das war nix. Der hat wahrscheinlich auch nichts für uns. Der ist auch nicht. Was ist denn hier? Sieht aus wie ein Fotoladen. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn da? 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 Ja, ein Fotoladen. Hallo? Sehe dich hier immer zum ersten Mal. Ja, ich bin auch das erste Mal hier. Soll man nicht trauen und das gilt natürlich auch für Kinder. Oh, danke schön. Kommst du ein bisschen zu jackern? Richtig. Das ist so geil. Rentenreise wird einem Haus angeboten, doch dieser Vergalt ist mir eine wertvolle Fotobox Stahl. Das ist also der Wert, der lohnt für meine Wohltat. Kein Wunder, dass man da eben ist. Ja, richtig. Kind sein, aber vorher kann ich wissen, dass du nicht ähnlich und laut Ansichten trägst. Machen wir nicht. Oh, toll, danke. Der jagt uns direkt raus. Sehr freundlich. Mach doch einfach die Tür auf. So. Irgendwas will der doch auch von uns. Was hast du denn für uns? Junge, hast du den Briefkasten am Hafen gesehen? Ja. Wenn du mal jemandem einen Brief schicken willst, dann leg ihn doch bla 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 bla. Okay, es dauert gar bla bla bla. Das war gestern ohne. Achso, der fliegende, ja. Toll, der hat uns jetzt auch nicht viel geholfen. Wir brauchen immer noch Kohle. Irgendwoher. Was ist er denn da? Was ist denn für einer? Nie gesehen, bist du vielleicht ein Tourist? Ja, warum lebst du nicht? Nein. Spaziergang, bla. Nein. Da ist das Schweinchen wieder. Hat das irgendwas, muss das doch mit den Schweinchen hier auf sich haben, oder? Ich meine, ohne Grund haben die doch hier nicht her. Ach, nö. Das kommt, wenn man vorher noch nie so wirklich gespielt hat. Also gespielt schon, aber es hat schon so unendlich lange her. Oh, hier ist ein Weg runter. Gucken wir nochmal, was haben wir denn da? Nö. Können wir weiter? Nö, au. Oh. Ja, ein roter Rubin. Wie geil ist das denn? Was ist das denn für einer da? Fall da nicht runter, Werner. Derzeit. Was guckst du denn also? Schon einmal etwas für die Draconia gehört. Mein Junge, das ist eine Insel, wir mussten gar nicht so weit weg von hier. Man erzählt sich, dass dort ein Volk namens Orni, dass sie die Vögel durch die Lüfte fliegen kann, zusammen mit den Hüter des Himmels. Okay. Insel noch nie verlassen hat, klingt das natürlich nach Wünschen, Fantasie, aber ja, hätte doch nur ein. Oh, ja.
80. Haben wir jetzt 80 Rubine gebraucht? Ich glaube wohl, ne? 80? Wir haben es, glaube ich, zusammen. Ja! Schauen wir doch mal. Lass uns da durch. Wo ist er denn jetzt gewesen, der Hund? Nee, da nicht. Da ist er. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Wir doch einfach, ja, wollen wir doch jetzt. 80 Rubine für dich? Ja. Ja. Danke ich dir aber recht herzlich. Ja, 80 Rubine ist die Rettung in der Not. Damit habe ich endlich ein Startkapital und starte durch ins Geschäftsleben. Es soll jetzt dir gehören. Du hast das Segel erhalten. Ja, lege es auf. Blablabla. Und setze es, wenn du dich im Ort des Bundes befindest. Musst du es wieder einholen. Ahoi. Dankeschön. Guten Kauf getätigt, glaub mir, mein Freund. Immerhin verdanke ich diesem Bootssegel mein Leben. Da gibt es keinen Zweifel. Hoffentlich wird es dir auch so wertvolle Dienste leisten. Ich hoffe auch. Jo, wir haben ein Segel. Und dann legen wir es uns doch direkt mal auf die Tasten. Nee, ich will nicht zurück. Ich will es auf die Tasten legen. Hallo. Ah. Das dahin und den nochmal dahin. Nee, da brauchen wir nicht. So, weiter geht's. Ja. Wir haben ein Segel und es kann losgehen. Und der hat ja eigentlich noch gesagt, dass wir uns ein bisschen weiter umgucken sollen, ne? Aber wir haben kein Geld mehr. Von daher lassen wir es jetzt einfach. Aber er will wahrscheinlich eh gleich meckern. Ja, du hast jetzt das Segel, aber guck dich doch mal weiter um. Sieh mal meine Ohren. Ja, wir haben ein Segel. Ja, haben wir. Boot da oben beibringen. Nähere dich am Boot. Drücke A, und an Bord zu gehen. Wenn du das erhaltene Segel auf blablabla legst und benutzt, wird es auf dem Boot gesetzt. Das Boot wird von dem Wind angetrieben. Halt deswegen immer die Windanzeige im Auge. Okay. Das Boot mit Hilfe von... dass es immer Rückenwind hat. Ja. Also das Segel einholen, drücke A. Probier es ruhig auch mal, wenn du eine neue Fahrt machen willst. Und, konntest du mir folgen? Jawohl. Aber natürlich. Klar doch. Seekarte. Ich habe deinen Zielort auf der Seekarte eingezeichnet. Solltest du dich auf hoher See verirren und nicht wissen, wo du bist, drücke oben und überprüfe deine Position auf der Karte. Machen wir doch. Wir haben Westwind. Ideale Bedingungen, um nach Osten zu segeln. Setze die Segel und los geht's. Nach Osten. Okay. So, also. Vor das Boot. Am Boot. Und? Nee. So, nee. So, ja. Segel setzen. Komm doch. Ah, okay, so holen wir das ein. Wo ist denn jetzt nochmal Osten gewesen? Norden, Osten? Das müsste doch dann eigentlich da sein, ne? Wenn ich mich nicht irre? Ja. Ich schau nochmal. Ach, er ist springen. Ja, man kann auch springen. Finde ich toll. Seht ihr das? Ich habe ja vorhin bei den anderen Folgen davor über diese Detailliebe gesprochen, ne? Achtet mal auf die Handbewegung, wenn er das... Seht ihr das? Das Ruder? Total geil. Was ist das? Fässer? Was sind das für Fässer? Okay. Ja. Yeah. Legend of Zelda, The Wind Waker. Wir haben unser Boot. Wir haben unser Segel. Wir haben noch 17 Minuten. Okay, es sind noch 16. Und es geht Richtung Osten. Da, 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 da. Ah, jetzt weiß ich, was das sind. Rubine. Okay. Das sind Rubine. Was ist, wenn wir jetzt dagegen fahren? Nix. Okay. Oh oh. Das ist nicht gut. Oh. Ist es jetzt ein Aussichts... Habt ihr das gerade gesehen? Ah, wir müssen gar nicht mehr... Oh. Halt, 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 halt. Halt, halt. Anhalten. Stopp. Das war ein Händler. Da, ein Händler. Hm. Jetzt müssen wir nur den Wind richtig hinkriegen. Mahlzeit. Na komm, jetzt noch ein bisschen hier. Wir wollen nur ein wenig vor. Aber jetzt fährt er nicht weiter. Okay, dann warten wir. Hm, okay, anscheinend will er nicht. Ja, gut.
Boah, das ist aber ein langer Weg, ey. Mein Gott. Ah, schön, die... die Löwen fliegen auch mit. Ist das geil. Das ist so geil gemacht, ey. Hammer gerade. Greenpeace lässt grüßen. Ja, also wir haben schon vollen Speed drauf hier. Aber wir kommen so langsam näher. Ja. Ja, was da? Land in Sicht, genau. Das ist dein Zielort, die Insel Draconia. Mhm. Dann bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Ach, die Musik ändert sich auch direkt. Ja, ich habe euch ja versprochen in der letzten Folge, es geht weiter. Da ist natürlich noch Zelda, so mit Vega und... Wir finden das Boot und alles. Wir haben es. Auf dem Berg dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Valo. Aha. Okay. Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen und von ihm das göttliche Artefakt Dienst-Diemond in Empfang zu nehmen. Aha. Jo, machen wir doch. Den Drachen treffen kannst du fragen. Was? Sind die Bewohner dieser Insel das Volk der Orni? Ach so, okay. Wir sollen uns umhören. Und so. Ey, Moment noch. Ja, bitte. Ja, da ist der Taktstock. Und der längst zu vergangene Tage dazu benutzt wurde, um die wirklichen gefälligen und bußfertigen Musik darzubringen. Der Wendung ist es möglich, die Kräfte der Götter auf seiner Seite zu haben, aber ich weiß nicht, ob er noch über diese Fähigkeiten verfügt. Nun, zu irgendwas wird er ja schon zu gebrauchen sein. Warum schwingst du ihn nicht einfach mal? Jo, machen wir doch. Her damit. Versuch dich zuerst am Dreiertakt. Okay. Getastet und schwinge den Stock mit Hilfe von in die Richtungen. Okay. Jetzt muss ich ziehen, wir hier oben. Ja, also, ne? Für alle diejenigen, die, und so? Genau. Also. Oh Gott, wir haben jetzt auch noch eine Taktangabe. Wie wieder nicht? Wenn du denn jetzt nicht? Hallo. Irgendwie will er nicht. Warum will er denn jetzt nicht? Er mag nicht. Wir versuchen das mal anders. Oh, das war zu schnell. Nein, wir sind nicht unmusikalisch. Im Gegenteil. Wir versuchen das Ganze nochmal. Ja. Göttliche Musik. Ist das nicht ehrlich? Geht doch. Nicht schlecht. Das geht doch schon ganz gut. Als nächstes probieren wir einen Vierertakt. Na toll. Drücke und schwinge den Richtungsstand mit Hilfe von... Okay. Oh Gott. Okay, wir machen das jetzt einfach mal. Ah, doch gut geklappt. Das ist es. Für dein erstes Mal wirklich sehr beachtlich. Dankeschön. Kannst du außerdem noch 6er Takte spielen? Oh Gott. Alles klar, wird gemacht. Du hast den Taktstock des Windes erhalten. Je nach Verwendung soll man damit die Kräfte der Götter auf seiner Seite haben. Lege ihn auf, um ihn zu benutzen. Mit Hilfe von kannst du den Taktort schwingen. Okay. Neutrale Position für 3er Takte, für 4er Takte. 6er Takte gibt's auch noch. Oh Gott. Alles klar. Gut. Wissen wir Bescheid. Wir haben noch so einiges vor uns. Wir legen mal auf Z. So. Ja, also Dragonia. Wir haben noch 11 Minuten. Hier sind Bomben. Oder so. Was ist das? Ein Schild? Vorsicht, die explosiven Pflanzen nicht reizen. Nö, wir nehmen sie nur auf. Komm her, du. Dankeschön. Und legen sie wieder... Boah. Okay, das war das jetzt nicht geplant. Wir machen das nochmal. Ich will die eigentlich nur ablegen, ne? Ablegen auf R, okay. Boom. Hat das jemand gehört? Nein, hat keiner gehört.
Schublime. Warte geht's. Wir müssen ja uns ja irgendwie den Weg freimachen, ne? Ich meine, 10.000 Kupferrubine, da können wir uns ja nicht leisten. Oh, der blinkt schon. Aber es hat funktioniert. Es hat zwei Wege getan, aber es hat geklappt. Ah, guck, da sind auch schon wieder welche. Da können wir doch direkt an den Weg da frei sprengen. Ob wir da oben hochkommen? Ich hoffe es. Nee, so war das jetzt, glaube ich, nicht der Fall. Ach, hier sind auch noch welche. Das ist gut. Dann gehen wir doch hier hoch. Aua. Boah, Mann, oh. Ja, wir versuchen das Ganze nochmal. So. Bombe. Bombe. Stein. Schmeißen. Immer noch nicht kaputt. Ach, wir sind einfach zu langsam. Wir versuchen das jetzt Ganze nochmal. Und aus der Drehung. Haha. Geht doch. Mein Gott. So. Ich glaube, da kommen wir nicht rüber. Ist das auch wieder ein Schild? Postbotenhaus. Ja, wir kommen aber nicht rüber. Nö. Das klappt nur nicht. Wir gucken uns erstmal hier oben weiter um. Oh, da. Los, los, los. Hopp, hopp, hopp. Ah, hier müssen wir uns wieder an die Wand drücken. Nee, anpressen bitte. Danke. Da ist es wieder. Das Gesicht. So geil. So, wir haben noch 8 Minuten. Ja, wir sind im Moment auf der Insel Dragon hier. Im Auftrag des Schiffes, zum Obermutz hinzugehen. Und... Oh, wow, fällt er bloß hier runter, ey. Und, mit ihm zu reden, quasi. Also mit dem Oberdrachen. Und wenn ihr jetzt noch wisst, was Dragonia ist, für diejenigen nicht, die es nicht wissen, Dragonia ist das Volk der Postbotenvögel. Die bei uns auch schon waren, der uns da... Ach, das ist sogar unser Postbote. Ja, guck. Also, wie hast du es nur geschafft, hier drauf zu kommen, so ganz ohne Flügel? Ja, wir haben halt... Nu, und jo. Genau. Tja, das ist so eine Sache mit der Schwester. Verstehe, ja. Er kann es an unseren Augen ablesen. Unserem Stammesführer vorbeizuwählen. Ja, da genau, da wollen wir ja gerade hin. Hat deine Tragödie erzählt und sie haben sich sehr besorgt und voller Anteilnahme gezeigt. Ja. Stammesführer wird dir mit viel Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnen. Ja, ich hoffe es auch. Am besten, ich gehe schon mal voraus und setze ihn über dein Kommen in Kenntnis. Das ist nett. Komm später einfach nach. Also dann, ich warte dich. Jo, alles klar. Hätte uns ja auch einfach mitnehmen können, ne? Aber naja. Er transportiert ja nur Briefe. Von daher sei es ihm entschuldigt. Jo, wir gucken weiter. Wir haben noch 7 Minuten. Ah, oh, ist noch Zeit. Noch viel Zeit. So, wie gesagt, ich war vorhin stehen geblieben bei der Erklärung, wo wir gerade sind. Dragonia, das ist das Volk der Postbotenvögel. Hier in Wind Waker. Mehr oder weniger. Ja. Wir sind jetzt hier gerade, und wie ich gerade mitgekriegt habe, wurden wir dazu aufgefordert, zu dem Obermutz hinzugehen. Ja, um uns da vorzustellen. Und da ist er auch schon. Der Anführer. Gut, hier herausfinden, warum der große Falo so außer sich ist. Oh, ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Obergroßen. Hi, ich bin der Neue. Genau. Laziel, hier hat mir alles erzählt. Ach, Laziel heißt er, okay. Vollstes Mitgefühl. Ja, danke. Wie du dir helfen kannst, zögere bitte nicht, mach darum, mich darum zu bitten. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Jo. Okay. Sehen wir uns auch gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Ja, sag einfach, was los ist. Wütende und tobende Drache auf dem Berggipfel aufgefallen, also zum Insel gekommen bist? Ja. Wenn du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte des tägliche Brot des Volkes der... Achso, okay. Was du vielleicht nicht weißt, jetzt ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vom großen Valo eine sehr Drachenschuppe überreicht bekommen. Aha. Wobei wir das Erwachsensein-Alter erreichen. Dieses ermöglicht es dann, dass uns Flügel wachsen. Okay, und das ist jetzt nicht der Fall. Und wir sollen dabei helfen, den Valo wieder zu beruhigen?
Sag's doch einfach. Hab ich doch gesagt. Wenn ihre kleinen Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Und als Stammesführer der Uni ist es daher im Moment meine dringendste Pflicht, dieses für mein Volk verheerende Problem zu lösen. Und da du gerade hier bist, kannst du dich ja darum kümmern. Ja, genau. Ja, das ist schon sehr... Ja klar, machen wir doch glatt. Ja, ist eine gute Idee, er fehlt ihm in der Zwischenzeit wegen der Sachen mit einem Sohn Kamul zum Helf zu bitten. Tät hier ein tapferer junger Mann für euch. Aha, genau. Überzeugt, dass Kamul jetzt ihm öffnen wird. Jo, sag an. Los. Komori ist ebenfalls im Flügelalter und müsste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Doch leider hat er ein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalles mit Valor hat er nun keine Hoffnung, sein Flügel zu bekommen. Und wir sollen jetzt gucken, ob wir uns dabei helfen. Ja, machen wir doch. Wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Aha. Na klar. Zu lösen, damit wir danach nicht in deine Notlage unterstützen können. Ja, wo ist der? Bestimmtes überbringst. Das wäre Medolinverwahrung gegeben. Also frage sie bitte danach. Okay, und wo ist die? Was denn jetzt noch? Du hast die Posttasche erhalten, eine praktische Tasche, in der du allerlei Dinge befördern kannst. Willst du ihren Inhalt ansehen, wähle sie aus und drücke dot dot dot. Ha, okay. Findest du mit dem Zimmer oben? Okay. Ja, nein, nein, mit Valor ruhig uns. Kümmere dich bitte um Komori. Okay, machen wir. Wir haben noch 1,5 Minuten. Ja, ich denke, wir gucken jetzt noch nach vom Komori im Zimmer oben. Und dann geht es ziemlich weiter mit einem Let's Play Zelda The Wind Waker auf der Insel der Postbotenvögel. Nicht runterfallen, Minno. So, demnächst geht es weiter mit einem neuen Let's Play Zelda, The Wind Waker. Ja, der Ton war weg von dem Mikro. Ich habe das jetzt hier nochmal extra eingebaut. Wir helfen der Kleinen dann bei der nächsten Folge und schauen, was uns das Volk noch so bringt. Ihr seid mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Euer Tim.